Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir haben uns beim letzten Mal geringfügig auf Omega ausgetobt und haben es tatsächlich geschafft, Area auch so ein bisschen zu verändern, hatte ich so das Gefühl. Außerdem haben wir uns ihre Söldnertruppen jetzt zugesichert im Kampf gegen die Reaper. Und das war natürlich ein DLC, nämlich das DLC Omega. Und ich hatte es ja beim letzten Mal schon angekündigt, ich möchte mich gleich mit dem nächsten DLC beschäftigen. Und dazu begeben wir uns mal in Dr. Bryson's Apartment. Den Dr. Bryson sollen wir treffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, er hatte ein Reaper-Artefakt und deswegen sollten wir uns mit ihm unterhalten. Ich glaube, so war das irgendwie. So, schauen wir mal in Dr. Bryson's Labor vorbei, wie es dort aussieht. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik, alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung. Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch Sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir Sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Tja, das lief alles nicht so wie geplant, vermute ich mal. Ich denke, Dr. Hadley sollte eigentlich nicht sterben. Und es scheint doch irgendwie was ein bisschen mit Indoktrination zu tun zu haben, wenn wir uns so angeschaut haben. Hadley ist ja der hier, Entschuldigung. Ich meinte Dr. Bryson natürlich. Es scheint so ein bisschen was mit Indoktrination zu tun zu haben, wenn wir uns anschauen, wie Hadley sich verhält. Mal schauen, was da rauskommt. Ich kann schon mal verraten, es wird auf jeden Fall in diesem DLC, der Leviathan heißt, um die Anfänge der Reaper mitgehen, um die Geschichte der Reaper. Also wir werden einiges über die Hintergründe hinter den großen bösen Maschinen erfahren, sozusagen. Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als sie kamen. Und dann, es war dunkel, kalt, als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht, eine Waffe in meiner Hand, Dr. Bryson. Es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen.
Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls sie... Ah! Was ist los? Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir! Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Ja, von dem Leviathan von Dis haben wir schon mal gehört. Und zwar, wie eben schon erwähnt wurde, die Batarianer haben damit zu tun. Und ich glaube, das war auch die Nummer, als wir die indoktrinierte Qualle zusammen mit Kazumi auf der Citadel gesucht haben. Ich glaube, da ging es auch um den Leviathan von Dis dabei. Hierbei geht es jetzt aber für uns nicht direkt um diesen Leviathan, sondern eben um das Monster, das den Reaper getötet haben muss. Und wir haben schon gehört, das könnte eine große Unterstützung für den Krieg sein, aber natürlich sind die Reaper da nicht so sehr begeistert von, dass wir diesen Leviathan finden wollen. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Und das auch. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Na gut, dann begeben wir uns mal auf die Suche hier. Okay, wir stehen ja schon vor einem Audiolog. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht schon ist. Schauen wir mal rein. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen Sherlock Holmes spielen und alle möglichen relevanten Daten hier zusammensuchen, um dann den Weg extrapolieren zu können. Und deswegen schauen wir uns erstmal um. Das hier finde ich auch sehr interessant. Das Bryson-Experiment. Ich glaube, dieses Ding haben wir dann mit in unserer Kabine drin auf dem Schiff, wenn ich mich nicht irre. Sympathisch. Zumindest, wenn wir es mitnehmen. Ich glaube, man kann das Ding dann mitnehmen später. Ja,
Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit, finde ich, dieses DLC, weil es eben nicht nur ein bisschen Action ist, sondern hier geht es wirklich mal richtig tief in die Hintergründe der Mass Effect Reihe rein, dadurch, dass wir uns mit den Reapern beschäftigen, so tief. Okay, es scheint momentan noch nicht viel zu geben, also gehen wir einfach mal hier ran. Sagt uns das hier, wohin Gano gegangen ist? Nein. Aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Okay, jetzt geht's los. Das Labor nach Hinweisen durchsuchen. Hier drüben scheint es erstmal gar nichts zu geben. Wir können uns natürlich auch vorstellen, dass es nicht so gut ist, die ganze Zeit neben diesem Artefakt hier zu stehen. Denn wir haben schon mitgekriegt, in mehreren Fällen, dass es ungesund sein kann, sich mit Reaper-Artefakten zu beschäftigen, wenn da kein Schutz davor ist. Ist das proteanisch? Ja, Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Bestimmt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Okay, da haben wir schon unseren ersten Filter, aber das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Nein, wir wollen noch mehr haben. Ach, jetzt geht auch die Tür auf, das ist schön. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Gano folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Sind die ja nicht mit drin? Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Okay. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Ich frage mich gerade, wo dieser MP-Hochgeschwindigkeitslauf ist. Ist der auf der anderen Seite oder... Wieso ruckelt das eigentlich so? Ach, draußen. Alles klar. Gut, ich gehe mal ganz kurz raus. Draußen dürfte es nichts weiter für uns geben ansonsten. Aber zumindest das Sammelzeug wollen wir natürlich mitnehmen hier. Hier ist sonst nichts mehr. Irgendwie ruckelt es ein bisschen. Ich weiß nicht, was los ist. Was er hat. Gut, aber ansonsten, weiß nicht, ob hier noch irgendwas in die Ecke geschmissen wurde. Tatsächlich. Ha. Na gut, aber ansonsten sollte es eigentlich nichts weiter mehr hier draußen geben. Sei denn, hier drüben hat auch noch jemand was versteckt. Wir können natürlich auch jederzeit wieder aufbrechen hier zur Citadel hin, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen uns ja schon schön hier jetzt damit beschäftigen. Okay, aber doch noch was. So. Jetzt können wir uns weiter auf die Suche begeben. Mal sehen, was wir noch so finden. Okay, wo schaue ich denn? Ich glaube, ich schaue erstmal hier drüben. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher in der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens. Was bedeutet das? Wahrscheinlich irgendwas, das ihm wichtig ist, könnten wir uns vorstellen. War das jetzt... Nee, das war nicht das hier, ne? Die verschlüsselten Daten. Ach genau, die wollen wir ja knacken wahrscheinlich. Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Oh, was ist das denn hier? Das sieht ja spannend aus. Die Sovereign. Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Tja, ich glaube nicht so gut. Nach der Niederlage bei der Citadel. So, haben wir hier drüben was? Wechseln? Was können wir denn hier wechseln? Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Ach, jetzt haben wir auf UV-Licht gewechselt, oder was? So, was haben wir denn hier? Der Torianer, 17. August 2185. Der Torianer, eine auf Pharos entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierende Einblicke in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichem intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie benutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Der Torianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle von konventioneller Technologie benutzt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu überleben.
Der Torianer hat Schmerzkonditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sich für körperliche Arbeiten zu nutzen. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger nutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Tja, es könnte ja auch sein, dass das vielleicht ein Reaper ist, der die Seiten gewechselt hat oder irgendwie sowas. Man weiß es nicht genau. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnot könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Wunderbar. So, hier können wir jetzt auch nichts mehr verstellen, okay? Was haben wir denn hier noch? Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Ja, dann tun wir das doch mal. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge jetzt hinzu. Zumindest wenn Leviathan denn durch den Weltraum reist. Also ich meine, es wird zwar angenommen, dass er das tut, aber ist das denn so klar, dass er jetzt eine feste Reiseroute hat, mit der er sich durch den Weltraum bewegt? Ich weiß nicht, auf welchen Daten basierend das jetzt angenommen wird dabei. Von N. Bryson. 9 Jahre alt. Laut Daten ist N. heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Wahrscheinlich nicht viel. Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Es muss auch nicht unbedingt um die Kunst gehen, aber vielleicht um irgendetwas, das an N erinnert oder das von N geschaffen wurde. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edie? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Probieren wir es doch einfach mal mit der Konsole gleich nebenan. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Na, so ein Zufall. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Wird gerade erledigt. Wunderbar. Ein neuer Anhaltspunkt, an dem wir uns klammern können. So, dann schauen wir aber mal noch weiter hier drüben. Hier gibt's, das sieht ja auch sehr spannend aus, die Kunst. Hier gibt's erstmal doch noch was, okay. Ein Badezimmer. Mit Kunst. Warum nicht? Ich glaube, der Kerl hatte gut Geld und ich glaube, der hat sehr lange Sitzungen veranstaltet. Wenn ich mir so anschaue, wie viele Bücher der hier auf dem Klo liegen hat. Gut, warum nicht? Kann man ja mal machen. Duschen gehen ist nicht? Okay. Dann haben wir aber zumindest noch hier die zweite Etage. Viel gibt's hier nicht, aber in der Nähe des Betts haben wir vielleicht nochmal persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel dieses Bild. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das eine an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Wunderbar. Haben wir ja sonst noch irgendwas in der Ecke vielleicht? Hier ist noch was. Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rad sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität.
Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Na klar doch. Und das mit dem Untersuchen hat auch richtig gut geklappt für die Batarianer. Hier vorne haben wir auch noch ein Bild von Anne und Dr. Bryson. Scheinen wir aber nicht anschauen zu können. Das ist schön, wenn man immer die Wörter durcheinander wirft. Scheinen und können kommt schönen raus. So, ich glaube, so langsam sollten wir eigentlich alles abgesucht haben. Von daher werfen wir uns mal, insofern hier nicht noch irgendwas zufällig auftaucht. Achso, wir haben natürlich noch die Daten, klar. Schauen wir uns erstmal die an, bevor wir uns wieder an die Karte werfen. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Gano gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Natürlich. Wunderbar. Ah, jetzt kommt auch schon der Hinweis. Jetzt müssen wir die Position eingrenzen. Jetzt haben wir also alles entdeckt. Oh. Und hier haben wir unsere 6 Filter. Reaper-Aktivitäten, Proteaner-Aktivität, Position mit E-Zero, Rachni-Aktivität, Verbrechen mit Blackout und die Kreaturensichtungen. Schauen wir doch einfach mal. Ich würde sagen, die Reaper-Aktivität machen wir auf jeden Fall an. Reaper-Aktivität? Okay, da gibt's auch schon Orte. Laut den Suchergebnissen muss Gano in einem dieser 5 Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandy markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Genau, da gibt's auch schon Orte, die gar nicht mit auf der Liste stehen. Ich würde aber sagen, wir schauen erstmal noch ein bisschen weiter. Was nehmen wir denn da mal? Vielleicht die Kreaturensichtungen vielleicht nicht. Machen wir mal hier den Blackout. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Keine Treffer. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Ja, dann nehmen wir die auch wieder raus, würde ich sagen. 5 mögliche Systeme. Ja, ich weiß. Alien-Sichtungen. Haben wir noch 3. Okay, können wir das vielleicht noch ein bisschen weiter eingrenzen? Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Okay, dann nehmen wir die wieder raus. War mir schon fast klar, dass das nichts damit zu tun hat, weil wir ja nicht auf Proteaner-Suche sind jetzt gerade. Element Zero vorkommen. Oh. Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut. Besuchen wir Gano. Oh, wir haben einen Treffer. Das ist aber schön. Gut. Ja, würde ich auch sagen. Dann machen wir uns mal auf zur Normandy und jetzt haben wir einen richtigen Treffer. Ich weiß noch, wir hatten beim Durchsuchen des Weltraums mal in irgendeinem System schon einen Anhaltspunkt, wo da stand Gano finden. Und damals wusste ich überhaupt nicht, worum es geht eigentlich. Jetzt wissen wir es. Na gut, dann werden wir unseren Freund mal besuchen. Mal sehen, was sich herausfinden lässt.